Hier sind wir also in Abu Dhabi. Jedes einzelne Event im Formel-2-Kalender hat uns hierher geführt. Zur letzten Veranstaltung der Meisterschaft. Die Chancen stehen gut, dass dieses Spektakel genauso spannend wird, wie wir es uns erhofft haben. Der Yas Island Circuit bietet 21 Kurven und eine Rundenlänge von 5,47 Kilometern. Es gibt ein paar Überholmöglichkeiten, darunter zwei lange Geraden und DRS-Zonen in den Kurven 8 und 11. Die Fans werden sich also auf knappe Abstände, hohes Tempo und vor allem viel Spannung freuen dürfen. Zum letzten Mal in diesem Jahr begrüße ich Davide Valsecchi an meiner Seite. Davide, ich freue mich, dass du hier bist. Ich brauche nämlich ein wenig Unterstützung, all das hier zu verarbeiten. Die Spannung ist kaum noch zu toppen, oder? Das sehe ich genauso, Alex. Und zwar hundertprozentig. Das ist das perfekte Finale. Zwei Fahrer liegen so weit vorne, dass einem von ihnen auf jeden Fall der Titel gehören wird. Doch nach einer spektakulären Leistung von Devon Butler im gestrigen Rennen sind die beiden nun punktemäßig vollkommen gleich auf. Wer von den beiden auch immer die Ziellinie als erstes überquert, gewinnt auch die Meisterschaft. Ich kann's kaum erwarten. Okay, this is it. Last race of the season. All you have to do is finish in the points ahead of Devon, and the next time we see each other, you'll be the F2 World Champion. No pressure then. Good luck. Und damit recht herzlich willkommen zurück zur F1 2019 Karriere hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Oder soll ich besser sagen, herzlich willkommen zurück zur F2 2018 Karriere, denn wir befinden uns inmitten der Formel 2 Season aus dem Jahre 2018. Und ja, eigentlich nicht mal sogar mehr inmitten, denn es ist schon das große Finale. Das letzte Rennen der Saison steht an. Und falls du die erste Folge verpasst haben solltest, fragst du dich jetzt natürlich, hä, wie jetzt? Zweite Let's Play-Folge und schon das Finale der Formel 2 Season? Wie ist denn das passiert? Ja, da empfehle ich dir auf jeden Fall, die erste Folge anzuschauen. Denn da wurde man immer nur so punktuell in die Saison reingelassen. Da hat man immer wieder nur bestimmte Szenen aus der ganzen Season gesehen. Man hat halt immer wieder auch so ein bisschen die Konversation mit seinem Teamkollegen mitbekommen, mit seinem ärgsten Rivalen, der namentlich genannt hier Devon Butler heißt. Und der ist hier tatsächlich im letzten Saisonrennen punktgleich mit uns. Und wir beide können tatsächlich Formel 2 Weltmeister werden. Und das wäre natürlich das perfekte Sprungbrett in die Formel 1. Und unser großes Ziel hier in dieser Karriere ist natürlich nicht nur in die Formel 1 zu kommen und da zu fahren. Nein, wir wollen natürlich Formel 1 Weltmeister werden. Und da wäre natürlich dieser Formel 2 Weltmeistertitel schon mal ein guter Beginn. Wir gehen in die Rennstrategie, denn anders als in der ersten Folge dürfen wir jetzt hier ein komplettes Rennen fahren. Oder zumindest mal 11 Runden dürfen wir fahren. Und wenn ich das richtig sehe, ja, gibt es keinen Boxenstopp. Ich kenne mich nicht so gut mit den Formel 2 Regeln aus. Das habe ich auch schon bereits in der ersten Folge gesagt. Deswegen weiß ich nicht, ob das tatsächlich erlaubt ist. Aber wenn das Spiel sagt, das ist okay, dann wird es okay sein. Und deswegen machen wir das einfach auch. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Das große Finale der Formel 2 Season steht an. Wir wollen Formel 2 Weltmeister werden, um natürlich in die Formel 1 zu kommen. Ja, Start war ganz okay, glaube ich. Nur aufpassen hier. Das sah doch schon mal ganz gut aus. Direkt hinter unserem Teamkollegen gerade. Der Lukas Weber oder Weber. Da im anderen Carlin Formel 2 Wagen. Ja, Start war ganz gut. Also weiter nach vorne, denn der Devon ist auch weiter vorne. Das wird uns Jeff wahrscheinlich auch noch im Laufe des Rennens uns mitteilen. Ja, die Formel 2 beendet ihre Saison auch wie die Formel 1 hier in Abu Dhabi auf dem Yas Marina Circuit. Und großer optischer Unterschied ist natürlich, wir fahren am Tage und nicht am Abend oder in die Nacht hinein. Aber ich finde, die Strecke kann sich auch am Tage sehen lassen. Das sieht auch alles sehr cool aus. Aber naja, ihr könnt ja ein bisschen Sightseeing betreiben. Ich sollte mich vielleicht aufs Rennfahren konzentrieren. Denn den Titel möchte ich natürlich schon sehr, sehr gerne mitnehmen.
Ja, und ich muss schon sagen, also um da nochmal ganz kurz auch die erste Folge Revue passieren zu lassen, ich finde die Inszenierung schon geil. Ich finde es auch ganz cool, dass man jetzt nicht die komplette Formel 2-Saison gefahren ist, weil es soll ja irgendwie schon um die Formel 1 gehen, aber trotzdem, dass man diesen Karriere-Sneak Peek der Formel 2 so ein bisschen mitgenommen hat, finde ich cool. Ich könnte mir aber durchaus auch vorstellen, mal parallel zur F1-Karriere mal so eine komplette Formel 2-Season zu fahren. Also falls du da mal Bock hast, dass ich auch mal so eine Formel 2-Saison Let's Playen soll, dann lass es mich wissen. Das können wir vielleicht mal machen, wenn wir so die erste Formel 1-Saison durch haben. Dann können wir ja mal so eine Pause machen und dann machen wir erstmal so eine Formel 2-Saison zwischendurch, bevor wir dann die zweite Formel 1-Saison oder so angehen. Da können wir ja mal gucken. Also ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Und wenn ich jetzt auch gerade mal bedenke, wie geil das jetzt hier schon ist, so richtig schön spannend. Der Kampf hier um den Formel 2-Titel. Um ja eigentlich schon fast die Garantie, in die Formel 1 damit zu kommen. Aber jetzt müssen wir erstmal natürlich gucken, dass wir an unserem Teamkollegen vorbeikommen. Vielleicht lässt er mich ja auch vorbei, so nach dem Motto Let me pass for the championship. Nämlich das Thema Team Order gab es ja auch schon hier in dieser Karriere, in diesem Let's Play. Da musste ich ihn vorbeilassen. Deswegen könnte er sich ja jetzt revanchieren. Ja, er wehrt sich mal zumindest jetzt mal nicht so krass. Und dann sind wir schon mal direkt hinter dem Devin Butler. Das ist doch schon mal gut. So, und jetzt dranbleiben. Sicht. Das war ein bisschen verbremst. So, jetzt müsste normalerweise dritte Runde des DRS jetzt verfügbar sein. So ist es. Ja, stimmt, die schnellste Rennrunde gibt ja auch noch zwei Pünktchen, nicht nur ein Punkt, sondern gleich zwei hier in der Formel 2. Das heißt, es macht ja vielleicht durchaus Sinn, auch auf schnelle Rundenzeiten zu achten. Ja, Giotto interessiert mich aber, glaube ich, nicht. Mich interessiert nur, was der Butler macht. Den müssen wir schlagen. So, jetzt haben wir ja natürlich alle hier DRS. Aber dadurch bleiben wir natürlich auch erstmal dran an der Geschichte. Ja, von den Bremspunkten her tatsächlich orientiere ich mich einfach von denen an der Formel 1. Ich setze sie nur so gefühlt 30, 40 Meter früher tatsächlich. Dann passt es eigentlich ganz gut. Jetzt hier schönes Grüppchen. Ja, enges Rennen. Mann. Geil. So muss es sein. Also ich kann es nur noch mal sagen, ja, wenn du Bock hast auf eine Formel 2 Season, ich bin dabei. Wir fahren ja auch nicht ganz so viel Rennen. Oder zumindest mal nicht an ganz so vielen Orten wie in der echten Formel 1. Aber es müssen ja auch nicht gleich über 20 Rennen sein. Das finde ich sowieso ein bisschen zu viel in der Formel 1, ehrlich gesagt. Aber gut. Wir sind auf jeden Fall dran. So, da haben wir die schnellste Rennrunde jetzt leider verloren. Aber solange sie Butler vor uns auch nicht hat, ist okay. Es ist schwierig hier zu überholen in Abu Dhabi tatsächlich. Also die besten Chancen sind halt wirklich in den DRS-Zonen. Aber wenn da jetzt alle halt DRS haben, klingt das nicht so viel. Ich
Wagen sind halt alle gleich, was halt die Formel 2 halt super spannend macht. Da gibt es halt nicht einen Ferrari oder vor allem einen Mercedes, was da vorne alles wegdominiert. Ja, alle gleiches Chassis, alle ein Dallara-Chassis. Ja, wir sind dran. Ja, der fährt knallhart, aber das kennen wir ja schon von ihm. Das war jetzt ein bisschen zu hart über den Körper und schon verliert und war der Schwung. Ja, dranbleiben, das dürfen wir jetzt halt auf jeden Fall nicht. Wir dürfen nicht den Anschluss verlieren. Weil solange der da vorne dran bleibt und immer wieder DRS bekommt und wir einmal rausfliegen aus dem Fenster, dann haben wir ein Problem. Ja, und das darf nicht passieren. Stehendes Rad. Und dann noch verbremst. Ja, aber krass, oder? Zweite Let's Play-Folge und schon so eine spannende Geschichte. So muss es doch sein. Das war jetzt ein bisschen zu viel gewollt. Aber mit ein bisschen Arsch breit machen hat es doch geklappt. Und jetzt komm, jetzt müssen wir dranbleiben am dritten, damit wir auch weiterhin DRS bekommen, weil sonst hat der DRS und dann kann er uns easy visa zurück überholen. Deswegen wäre es jetzt wichtig, da dran zu bleiben. Quersteher. Russell's in first place. Der erste Platz ist mir eigentlich egal. Wir müssen nur vor Butler bleiben und am besten halt selber, wie gerade aktuell, die schnellste Rennrunde innehaben. Und natürlich im DRS-Fenster bleiben, damit wir einen Konter ausschließen können. Okay, wir sind hier ein bisschen langsamer auf der Bremse, beziehungsweise zu früh auf der Bremse. Halt dran, ne? Ungefähr Rennhalbzeit, da ist noch gar nichts entschieden. Ah, das macht so Laune. Und spannend ist es auch noch.
kann hier nicht attackieren, ey. Ich habe nicht so viel Momentum, als dass ich so viel schneller hier wäre. So, das hat auch mal geklappt. Sehr gut. Bisschen den Curb mitgenommen, aber das war noch im erlaubten Bereich. Und DRS haben wir auch. Und jetzt dranbleiben an den zweiten. Der erste zieht jetzt gerade ein bisschen weg. Ich könnte aber auch schneller als der zweite. Aber gewohntes Problem. Man kommt halt nicht so einfach überall vorbei. Das war nicht gut. Stehende Räder gehabt. Die Reifen muss ich auch ein bisschen achten. Die müssen halt eher bis zum Ende durchhalten. Das ist eine knappe Kiste. So, jetzt muss ich aber, glaube ich, vorbeigehen, ey. Sonst ziehe ich hier schwarz für uns. Jetzt habe ich nicht konsequent genug durchgebremst. Das war jetzt nicht gut. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir da nicht einen Konter erleben. Okay, we're starting to see a bit of tire wear. You shouldn't have too much trouble for the time being, but the grip is gonna start falling away. So, der erste ist auf und davon, da werden wir nicht mehr. Dann komm, jetzt muss ich nur gucken, dass ich außerhalb von so eine Lücke reinfahre oder rausfahre. Dass ich außerhalb vom DRS-Fenster bin, weil sonst wird es schwierig auf den Geraden, glaube ich, gegen die Herrschaften hier. Aber es ist leichter gesagt als getan. Drei Runden noch. Ah, ja, die Reifen bauen ab. Entschuldigung, ich möchte hier nicht extenden, ganz und gar nicht. Die Reifen bauen schon ein bisschen ab. Oh ja, vor allem vorne. Und vorne brauche ich nun mal den Grip. Die Rennleitung hat noch nicht gemeckert. Glück gehabt. Aber aktuell sieht es ganz gut aus im Vergleich zu Devon. Denn der ist nicht direkt hinter uns. Und noch haben wir die schnellste Rennrunde, was uns ja auch nochmal 2 Bonuspunkte gibt.
Ja, aktuell sieht es sehr kontrolliert aus, aber glaub mir, so kontrolliert ist das nicht. Da fehlt mir nämlich die Erfahrung in der Formel 2. Mein letzter Sektor war aber nochmal gut hier, wie ich gesehen habe. Hey, schon wieder. Das gibt's nicht. Sorry, ey. Ich muss hier mehr anbremsen. Es gibt jetzt echt irgendwann noch eine Zeitstrafe und dann ist Kacke. Oh, der Teamkollege von Devin ist raus. Das gibt natürlich dann nochmal ein bisschen Punkte für unser Team. Wir sind auch nochmal dran, ey. Keine stehenden Räder, die brauche ich jetzt nicht. So, gleich geht es in die letzte Runde. Aktuell sind wir Champion. Und aktuell sind wir auch außerhalb des DRS-Fensters. Vielleicht waren wir es vorher schon, mir ist nicht aufgefallen. Ich würde zumindest mal erklären, warum wir jetzt keinen so krassen Angriff auf den Geraden erlebt haben. Komm, Konzentration jetzt hier. Das ist kein Grund, sich auszuruhen. Darum. Jetzt geht's rein in die letzte Runde. This is your final lap. Final lap of the race. Das ist ein bisschen zu krass über die Curbs. Darum. Oh, die Reifen sind richtig hinüber. Gar nicht mehr die Kurve hinbekommen. Ja, guck mal, 60% vorne. Da muss ich jetzt auch beim Anbremsen mega aufpassen. Die haben natürlich jetzt nochmal DRS. Beide vor allem. Jetzt nicht noch in der letzten Runde alles herschenken. Die haben jetzt aber richtig abgebaut, die Reifen, ey. Nicht so geil. Jetzt haben wir nochmal ein bisschen verloren auf den Führenden. Aber solange wir die schnellste Rennrunde behalten und Zweiter werden und vor allem vor unserem Rivalen bleiben, ist mir alles egal. Das war mir fast klar, dass die jetzt hier stehen. Boah, die Reifen sind richtig rüber. Ich komme gar nicht mehr um die Ecken. Komm, komm, komm. Zwei Kurven noch. Komm, das kriegst du hin. Komm. Komm, komm, komm. Ja, 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 ja. Und es müsste der Titel sein. Juhu. Nice. Ja, 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 ja. Stepped up and achieved what we asked. Good job. Juhu! Beginn der Saison wurden Zweifel geäußert, ob er es wirklich an die Spitze schaffen kann. Aber jetzt zweifelt daran bestimmt niemand. Es war wirklich ein besonderes Jahr. Und hier ist er, der neue Formel 2 Weltmeister! Yeah! Es Geil. War ein großartiges Rennen und eine erstklassige fahrerische Leistung, die Art heute den Sieg eingebracht hat. Na, Davide, war es das, was du dir erhofft hast? Dieses Rennen hatte alles, was man sich wünschen konnte. Rivalität, Spannung, Aufregung. Zwischen diesen zwei Fahrern herrschte schon die ganze Saison ein erbitterter Zweikampf. Und dass es am Ende ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zur Ziellinie wird, sowas gibt es nicht oft.
Devon hat während der gesamten Meisterschaft eine gute Leistung gezeigt, aber heute geht die Auszeichnung an seinen Rivalen und neuen Formel-2-Weltmeister. Da ist er! Da bin ich! Juhu! Jawohl! Geil! Ja, da jubeln sie. Nice. Geil. Und dieses das Resultat besiegelt auch den Weltmeisterschaftstitel der Formel 2. Glückwunsch an unseren Sieger nach einer spektakulären Saison. Das Rennwochenende geht zu Ende und wir sehen einen neuen Namen an der Spitze der Fahrerwertung. Also, Davide Vasecki, wen würdest du als Fahrer des Tages wählen? Schwierige Entscheidung, aber ich entscheide mich für den Carlin-Piloten. Sie haben viel Feingefühl im Zweikampf mit den anderen Fahrern gezeigt, aber auch eine gute Taktik und Geduld in schwierigen Situationen. Carlin hat es geschafft. Mit diesem Resultat sind alle Zweifel beseitigt. Sie sind endlich wieder Teammeister. Auch das Team von Russian Time hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Ja, sehr, sehr geil. Und damit haben wir den ersten Schritt in unserer F1-Karriere gemacht, in diesem Let's Play gemacht. Das war nur der Anfang. Und ja, ich wollte schon sagen, in der ersten Folge hat man eigentlich so ein bisschen eher so einen Negativeffekt gehabt, weil man eigentlich eher Rückschläge die ganze Zeit hatte. Aber jetzt so in dieser zweiten Folge muss ich sagen, das war doch sehr geil. Und ich würde sagen, wir gucken uns da nochmal den Start ganz kurz an. Das haben wir uns doch auf jeden Fall verdient. Das sieht schon geil aus, oder? Also auch optisch und so. Also ich spiele im Übrigen auch auf den Ultra-Settings, ja, WQHD-Auflösung und die höchsten Grafikeinstellungen. Das Spiel sagt, das soll ich so machen und ich halte 100 FPS konstant. Und deswegen, ja, das ist sozusagen dann das Beste, was man so kriegen kann. Gut, auf YouTube wird es nicht ganz so geil aussehen, aber... Klingt wie so ein Hummelschwarm, ne, wenn die da so fahren. Aber ich muss schon sagen, das Design von unserem Teamkollegen sieht ein bisschen besser aus. Aber nur ein bisschen. Dafür haben wir den Senna-Sticker drauf gehabt. Ja, sehr, sehr geil. Ja gut, Leute, ich würde sagen, die ganze Runde müssen wir, glaube ich, nicht nochmal angucken. Aber ja, ich würde einfach sagen, wir gehen mal weiter. Und ich denke mal, jetzt wird es vielleicht Zeit für den Aufstieg in die Formel 1. Schauen wir mal. Kein guter Tag heute da draußen. Sprechen wir darüber, was passiert ist. Sie haben sich den Fahrertitel geholt. Wie fühlt sich das an? Ja, das Erste, was sie sagt, passt nicht zu dem, was jetzt kommt. Aber da weise ich nochmal drauf hin. Wir befinden uns noch vor dem Release. Ja, am 28. ist ja der offizielle Release. Am 25. der Release für die Legendary Edition. Und ich habe ja bereits in der ersten Folge gesagt, da kommen auf jeden Fall noch ein paar Updates bis zum Release. Und ich spiele hier sozusagen eine, ja, Review-Version. Und deswegen bitte ich natürlich, solche Fehler davon abzusehen. Ob die allerdings auch dann gefixt werden, solche kleinen Sachen, weiß ich nicht. Ich hoffe es mal, weil das ist ein bisschen komisch. Egal. Okay, was kann ich sagen? Trotz einiger unglücklicher Zwischenfälle am Anfang der Saison hat am Ende der beste Fahrer gewonnen, natürlich. Ein großartiges Gefühl, es war eine knappe, hart umkämpfte Saison und ich bin mit den Ergebnissen wirklich zufrieden. Großartig, ich möchte allen im Team für die harte Arbeit in dieser Saison danken. Ja, ich denke auch, Team ist ganz wichtig, weil ohne Team läuft gar nichts. Das war ein aufregendes Ende für diese Saison. Wie haben Sie das Rennen erlebt? Es war nicht einfach, aber es war ein großartiges Rennen und ich bin mit dem Resultat zufrieden. Es war eine Herausforderung, aber das Team hat sich wirklich angestrengt und das zeigt sich im Ergebnis. Ich habe nie daran gezweifelt, dass ich Punkte hole und das ist alles, was zählt. Es war nicht einfach, es war eine Herausforderung. Nö, ich habe nie daran gezweifelt. Auch wenn es Selbstdarstellung ist, aber... Es gibt Gerüchte über eine mögliche Zukunft in der Formel 1 für Sie. Ist da was dran? Ja, das wäre natürlich. Ich weiß, dass ich zu den weltbesten Fahrern gehöre. Wenn ich die Chance bekomme, beweise ich es. Ich kann nur sagen, dass ich gern die Gelegenheit hätte, gegen die Besten der Welt anzutreten. Ich spekuliere nur ungern, aber wenn eines der Formel 1 Teams interessiert wäre, würde ich definitiv zusagen. Ich glaube, das ist so das, was ich am ehesten sagen würde. Ja. Danke für den Kommentar. Bitteschön. Good.
Glückwunsch, Mann. F2-Meister. Hey, mein Glückwunsch. Genieße es, denn es war das letzte Mal. Devin, es ist okay, sich zu ärgern. Es hat nicht viel gefehlt. Wir wissen doch, dass es ganz anders ausgegangen wäre, wenn ich nicht diese lächerliche Strafe erhalten hätte bei... Immer nur am Jammern. Tja, irgendwie hast du heute eine Menge richtig gemacht. Echt toll. Du hast den Sieg gebraucht. Für mich war das immer nur ein Sprungbrett in die Formel 1. Oh, ihr zwei. Ihr habt jetzt zu tun, wenn ich nicht mehr da bin. Ihr müsst jetzt beweisen, dass es nicht nur Glück war, was euch hierher gebracht hat. Sicher. Ein Sieg ist Glück. Ein Meisterschaftssieg ist Talent. Wirklich? Dann vergiss nächstes Mal nicht, wenn du dieses tolle Talent nutzt, um jemanden zu rammen und dessen Punkte zu stehlen, dass andere nicht so nachsichtig sind wie ich. Also, das hat viel Spaß gemacht. Aber ich muss gehen. Unterschriften, wichtiger Papierkram. Du verstehst das sicherlich. Ciao. Also, dieser Sieg bedeutet viel Aufmerksamkeit. Mein Tipp, wähle weise. Sonst hast du schnell jemanden wie Devin als Teamkollegen. Los, lass uns feiern. Aber hallo, was für ein Arschloch, oder? Das muss man einfach so sagen. So, Emma, seit dem packenden Abschluss der Formel-1-Meisterschaft haben sich eine Menge Angebote für dich ergeben. Deine Agentin Emma hat dich ins Büro beordert, um eine endgültige Entscheidung über deine potenzielle Zukunft und so weiter zu treffen. Wahl eines Formel-1-Teams. Sich für ein Team zu entscheiden, für das man fährt, ist eine der wichtigsten Entscheidungen in deiner Formel-1-Karriere. Wäge deine Möglichkeiten deshalb sorgfältig ab und achte besonders auf die Erwartungen von jedem Team. Hochrangige Teams wie Ferrari oder Mercedes haben zwar schnellere, konkurrenzfähige Autos, aber sie erwarten von ihren Fahrern auch von Anfang an Spitzenplatzierungen. Sie werden schnell unzufrieden, wenn deine Leistung nicht stimmt. Niedriger eingestufte Teams haben zwar Autos, die nicht ganz so konkurrenzfähig sind, aber dafür sind ihre Erwartungen leichter zu erfüllen und sie sind nachsichtiger, wenn du etwas Zeit brauchst, um dich zurechtzufinden. Einen aufstrebenden Fahrer wie dich unter Vertrag zu nehmen, ist für jedes Team ein Gewinn. Deshalb erhältst du bei deinem allerersten Formula 1 Vertragsabschluss einen einmaligen Bonus auf deinen Ruf beim Team. Okay. Ah, willkommen. Komm rein. Setz dich doch. Es ist Zeit, dass wir uns über deine nächsten Schritte unterhalten. Deine Leistung in der Formel-2-Meisterschaft hat dir viel Aufmerksamkeit von den Formel-1-Teams beschert. Mehr oder weniger positiv. Ich sorge mich nicht darum, wer dich mag und wer nicht. Du hast Zeit, die Zweifler zu überzeugen. Aber ich sorge mich um unsere Auswahl. Sie wird weniger, da wir uns nicht festgelegt haben. Als deine Agentin empfehle ich dir jetzt, eine Entscheidung zu treffen. Um Komfort und andere Details können wir uns später kümmern. Ich möchte, dass du dir die ansiehst. Du hast dir jedes dieser Angebote verdient. Also nimm dir Zeit und lies sie dir durch. Sorge dich nicht ums Kleingedruckte. Bringen wir dich in der Formel 1 unter. Jo, ich glaube, wir können jedes Team wählen, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Ja, gut, die Entscheidung habe ich ja eh schon getroffen, wie schon gesagt. Ich versuche McLaren tatsächlich wieder groß zu machen. Wir sehen auch Wert fürs Team. Wir haben einfach eh schon einen Bonus bei McLaren ziemlich hoch, weil wir ja auch in dessen Junior-Programm waren. Dieses Team zählt zu den Legenden unter den Teams und rechnet mit einem beständigen Aufstieg ins vordere Feld. Es will Fahrer, die schon ab dem ersten Rennen Spitzenleistung abliefern. Okay, das ist zwar jetzt nicht unbedingt das, was ich... hinkrieg unbedingt, aber ich habe ja schon gesagt, ja, wir haben Renault in der F1 2018 Karriere nach vorne gebracht. Jetzt will ich das mit dem, ja, wie es hier auch schon heißt, Legendenteam McLaren schaffen. Und deswegen, ja, die Entscheidung ist gefallen. Gut, da können wir auch gleich schon mal verhandeln. Das ist natürlich cool. Teamwechsel? Nee, Vertrag annehmen. Achso, ich kann jetzt gar nicht verhandeln, oder was? Das ist einfach so. Okay. Ja, passt schon. Was haben wir denn? Rennbonus, 50% auf Ressourcen für Rennen, Level 1 Zeit für kleine Upgrades sind reduziert und so. Okay, das haben wir alles schon so ein bisschen. Ich bin zweiter Fahrer, Teamziele sind schwer. Okay, ja, ändern kann ich es nicht. Nehmen wir an. Ausgezeichnete Wahl. Den Gesprächen mit Ihnen nachzuurteilen, werden Sie sich sehr freuen, mit dir zu arbeiten. Ich lasse Sie sofort von deinen Plänen wissen. Ich muss noch ein paar letzte Details mit Ihnen klären, aber dafür bezahlst du mich ja. Davon abgesehen, meinen Glückwunsch hast du verdient. Tja,
Tja, und da geht's los. Australien, Training 1. So hat normalerweise immer die Karriere begonnen. Diesmal nicht. Jetzt erst dann ab Folge 3 wird's damit dann richtig losgehen. Oh, hey. Du bist hier. Sorry, ich bin auf dem Sprung. Dein Arbeitsplatz ist da hinten. Es sollte alles eingerichtet sein im Netzwerk. Falls nicht, sag den Jungs Bescheid. Von dort aus kannst du auf alle nötigen Daten zugreifen, um die Entwicklung des Autos zu fördern. Richte dir alles ein. Begib dich zum Training, wenn du fertig bist. Wir sehen uns dann später. Willkommen bei deinem neuen Team. McLaren ist einer der erfolgreichsten Rennställe überhaupt und hat sich im Laufe der letzten Jahre immer wieder neu erfunden. McLaren verlangt von all seinen Fahrern absolute Spitzenleistungen und erwartet, dass du dich noch während des ersten Rennens fest in das Team integrierst und voll durchstartest. Ja, der Druck ist hoch, würde ich mal behaupten. Und ja, sehr, sehr geil. Das soll es dann aber gewesen sein mit dieser Folge. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns mal die 3 Trainings an. Wir werden die Trainingsprogramme abschließen und das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und ansonsten lass mich wissen, ob die Entscheidung gut war oder nicht gut war, wie du entschieden hättest. Lass es mich auf jeden Fall wissen. Druck ist auf jeden Fall gegeben. Wie gesagt, also McLaren erwartet was von uns, aber ich erwarte auch von mir selber was, denn ich will McLaren wieder ganz nach vorne bringen und ich will mich selber als Formel-1-Weltmeister küren. F2-Champion sind wir, F1-Champion müssen wir noch werden. Vielen Dank fürs Einschalten. Die nächste Folge wird vielleicht auch noch heute erscheinen. Ansonsten morgen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Daumen nach oben nicht vergessen. Ich bin raus. Ciao!